Heute machen wir Schweinekotelett mit Kartoffelpüree. Dazu benötigen wir 500 Gramm Schweinekotelett, paar Kartoffeln, Olivenöl, Mehl, Vegetta, Paprikapulver, Salz, Pfeffer, Milch und ein Blech. Als erstes habe ich die Kartoffeln geschält, kleingeschnitten und in Wasser getan. Dann salze ich das Ganze. Und gehe damit zum Herd, um es zu kochen. Danach geben wir ein bisschen Olivenöl hinein. Verstreichen das Ganze schön. Geben das Fleisch rein. Salzen das Ganze ein wenig. Geben ein bisschen Pfeffer drauf. Und Vegetta. Dann drehen wir die Fleischstückchen um. Dann geben wir ein bisschen von oben wieder Vegetta hinauf. Und Pfeffer. Dann kommt das Ganze bei 200 Grad 15 Minuten in den Backofen. Nach den 15 Minuten drehen wir die Fleischstückchen um und kommen dann nochmal 15 Minuten rein. Wenn wir die Kartoffeln vom Herd genommen haben und sie schön durchgekocht sind, geben wir ein bisschen Milch hinein, um Püree zu machen. Wenn das Kartoffelpüree dann fertig ist, schiebe ich das Ganze zur Seite und hole das Fleisch aus dem Backofen. Wenn wir das Fleisch aus dem Backofen genommen haben, nehmen wir uns 250 ml lauwarmes Wasser, geben 2 Esslöffel Mehl und 1 Esslöffel Paprikapulver hinein. Verrühren das Ganze. Wenn keine Klumpen mehr vorhanden sind, gießen wir die Soße über die Fleischstückchen. Das Ganze kommt jetzt wieder 15 Minuten in den Backofen. Wenn wir das Fleisch dann aus dem Backofen genommen haben, müsste das Ganze so aussehen. Jetzt servieren wir uns ein wenig. Nimm uns ein Fleischstückchen. Ich wünsche euch einen guten Appetit.